wir auf dem Weg in eine gottlose Gesellschaft? Nein, das glaube ich nicht. Und zwar aus Lebenserfahrung und natürlich auch aus meinem Glauben heraus. Übrigens, ich glaube, unsere tschechischen Nachbarn, die wetteifern noch mit den Ostdeutschen darum, wer nun die gottlosere Gesellschaft ist. Das Interessante ist, dass wir im Osten Deutschlands, dass eigentlich alle Christen, die dort waren, natürlich gelitten haben unter dieser zunehmenden Säkularisierung oder Entfremdung vom Glauben. Und dann ist uns was sehr Eigentümliches widerfahren. Irgendwann haben wir uns nicht mehr gefürchtet, sondern irgendwann haben wir gespürt, wir sind ganz dicht beieinander und wir sind ganz dicht beim Herrn der Kirche. Das heißt, die Situation von Minderheiten, die muss nicht dazu führen, dass eine Kirche geistlich schwach ist. Und das sollte sich sehr, sehr spät zeigen, als wir im Osten Europas daran gingen, die Diktatur abzuschütteln. Da waren in der übergroßen Mehrheit des christlich motivierte Menschen, die für Veränderung eintraten. Sie hatten vielleicht einen Bonus an Hoffnung, der dann sie aktiv werden ließ. Ich weiß es nicht. Aber wissen Sie, wenn man solche Erfahrungen hat, und dann erinnere ich mich, als meine Eltern jung waren in der Nazizeit, hieß es, die Kirche hat keine Zukunft. Und die Menschen, die damals gläubige Nationalsozialisten waren, die haben mit der Kirche nicht mehr gerechnet. Im Kommunismus hieß es überall, die Kirche hat keine Zukunft. Und dann haben wir erlebt, was ich eben beschrieben habe. Wir müssen nur uns daran gewöhnen, dass der Glaube und seine geheimnisvolle Quelle nicht immer jedermann einleuchtet. Und wenn wir den Glauben von einer ihn begleitenden Staatsmacht entkleiden und ihn einfach als Angebot vor die Menschen tragen, dann werden die Menschen wählen und oder Gott wird wählen, wie sie es sagen wollen. Aber wir wissen nicht wann, wen und wie viel. Nur die Furcht, die sollten wir nicht haben. Dann sind wir zu sehr an die Erde gefesselt. Bevor wir in der Runde weitermachen, will ich kurz zwischenfragen beim Bundespräsidenten. Seit 2 Jahren im Amt und ich wahrscheinlich ungezählte Fülle von Gesprächen geführt. Ich würde nach Ihrer Einschätzung fragen, nämlich dieser Vertrauensverlust, den wir überall beobachten. Haben Sie inzwischen eine Begründung dafür gefunden, eine Erklärung, Herr Bundespräsident? Was mich am meisten besorgt, ist eigentlich eine grassierende Gleichgültigkeit. Es ist gar nicht so sehr eine dezidierte Anti-Haltung, sondern es ist so, dass viele Menschen denken, Leben ereignet sich, ohne dass ich irgendwann als Person etwas einbringe. Freiheit ereignet sich, Glück ereignet sich einfach so, wenn nicht, bin ich ein bisschen maulig und wenn ich temperamentvoller bin, heule ich den Mond an, aber irgendwie so. Und deshalb habe ich zum Beispiel, auch wenn es um unsere Demokratie geht, genauso wie es bei den letzten Dingen ist, nicht so das Gefühl, dass wir nur Bedrohungen haben von Feinden. Es gibt ja Feindschaft im politischen Raum. Es gibt auch Feindschaft gegen den Glauben. Aber dieses Ich bin nicht beteiligt, also den großen Schatz unserer individuellen Möglichkeiten nicht zu heben. Und unser allergrößtes Glück ist es eigentlich, wenn wir unser Erwachsensein leben können, als fähig zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Und niemand, kein anderes Geschöpf kann es. Und wir können es. Und jeder, der es tut, wird ein wenig glücklicher, weil sich sein Leben füllt. Und dass Menschen, die man nicht gelehrt hat, dass sie etwas wert sind und dass ihr Einsatz etwas wert ist, dann auch keine Beziehung haben zu dieser Existenzweise, in Verantwortung zu leben. Das besorgt mich. Und deshalb gibt es für mich so eine Teilung vieler Gesellschaften in jene, die gelebt werden und jene, die bewusst leben und gestalten wollen. Da sehe ich eigentlich eine größere Gefahr drin als in dieser dezidierten Feindschaft.